Es ist Abend geworden auf Mallorca. Leider kein blauen Himmel und keinen schönen Sonnenuntergang. Es sei denn, dieser reißt noch einmal auf. Wir haben es nach 21 Uhr. In Kürze sollte der Sonnenuntergang erfolgen. Ich bin an einem wunderschönen Platz in Costa de la Calma zwischen Santa Ponsa und Pagera. Lohnt sich unbedingt einmal herzugehen, falls jemand die vorangegangenen Videos von diesem wunderschönen Platz verpasst hat. Einfach mal dieses Video schauen und ein Stück genießen. Wenn auch heute die Bedingungen nicht optimal sind, trotzdem ein wunderschöner Platz und den möchte ich einmal zeigen. Ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Video auf Georgis Kanal. Wer sich daran stört, am Meer zu sein und Sandkörner überall am Körper kleben zu haben, der ist hier genau richtig. Sandkörner gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Felsen. Okay, zugegeben etwas hart, aber es gibt hier Liegen oder man kann selber Stühle oder Liegen, Kissen, was auch immer mitbringen, um weich zu sitzen. Und es gibt ein wunderschönes Chiringuito hier, was einfach einen mega coolen Job macht. Und das ist ein Ort, wo man auch ganz toll einen Abendspaziergang machen kann. Von Santa Ponsa aus sehr gut zu erreichen, Fußweg quasi am Meer entlang. Dann ein Stück Richtung Costa de la Calma zwischen den Häusern durch und links halten, dann erreicht man irgendwie diesen Strand bzw. diese kleine Bucht. Von Pagera aus der Fußweg durch das Wäldchen von La Romana. Ich habe schon mal gezeigt in einem vorangegangenen Video. Wer das nicht gesehen hat und auch in Zukunft keines mehr verpassen möchte, gerne Georgis Kanal abonnieren, die Glocke drücken und ihr erhaltet immer eine kostenlose Info. Vielen Dank auch, wenn ihr zu dieser Community gehört. Ja, leider nur wenig blau am Himmel. Flugt hin und wieder doch mal die Sonne so ein bisschen durch. Das soll uns jetzt aber nicht stören. Ich setze meinen kleinen Rundgang hier fort. Für mich immer wieder ein Highlight, diese kleine Brücke. Ja, auch ein schönes Fotomotiv für viele, die hier herkommen und hier irgendwie einen netten Abend oder einen netten Tag verbringen. Von hier ins Wasser springen macht riesig Spaß. Das Wasser glasklar und ganz selten mal verschmutzt, habe ich eigentlich noch gar nicht erlebt. Hier der Überblick. Der Überblick auf diese schöne Felsenküste.
Wer sich darüber wundert, dass hier ein Kaffee con Leche über 2 Euro kostet, was ja für Mallorquine wirklich viel ist, der muss berücksichtigen, dass sich die Leute vom Chiringuito hier um alles kümmern. Sauberkeit, Ordnung, sie übernehmen die Vermietung, sie übernehmen die Reparaturen von irgendwelchen Dingen hier. Also das so aufrechtzuhalten, das ist schon Weltklasse. Es war ja lange Zeit nicht richtig klar nach der langen Auszeit, ob es hier weitergeht oder nicht. Aber alle sind glücklich, dass es weitergeht. Und diese Bilder, ja, die sind einfach zu schön. Man gibt sich hier wirklich sehr viel Mühe, eine tolle Atmosphäre zu schaffen. Also für alle, die Urlaub machen in Santa Ponsa, Pagera, wo auch immer hier an der Südwestküste, hier mal herzugehen, das ist ein unbedingtes Muss. Wer es natürlich gut kennt, sind natürlich die ganzen englischen Freunde hier auf Georgies Kanal. Die kennen das. Die sind oft in Costa de la Calma oder in Santa Ponsa beheimatet und genießen hier auch tagsüber diese tolle Atmosphäre. Wassertemperaturen um die 25 Grad. Heute Abend ist trotz des bedeckten Himmels immer noch mollig warm. Wir haben jetzt noch 27 Grad, 28 Grad sogar. Wer auf den Geschmack gekommen ist, sollte sich unbedingt mehr Videos anschauen auf Georgies Kanal. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, sage tschüss, adios und bye bye, bis zum nächsten Mal auf Georgies Kanal.